Hallo meine Freunde, hier ist wieder Rank of Attune Productions und jetzt endlich mal mit einem Update wieder. Update 30 und wir haben letzte Woche eins gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den Kommentar unter unserem letzten Update gesehen habt, aber wir hatten wieder technische Probleme. Also, es kotzt mich jetzt irgendwie an. Jedes zweite Video können wir nicht hochladen. Wir müssen wieder neu machen. Weil das immer abgebrochen wird. Das ist nervig. Das ist ja auch scheiße, jetzt dreimal jedes Video so alleine zu machen. Also, ja. Wir können ja nicht immer wieder alles alleine machen. Dann können wir uns gleich zwei YouTube-Kanäle machen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns halt in dem letzten Update dafür bedankt, dass wir 1000 Abonnenten bekommen haben. Und ja, da das ja nicht hochgeladen werde, tun wir das dann diesmal nochmal. Also, vielen Dank, danke. Ja, vielen, wirklich vielen, vielen tausend Dank. Das ist echt richtig krass und da freuen wir uns so richtig drüber. Also, ja, richtig cool. Und wir haben halt nur keinen Plan, was wir für Special machen sollen. Daher würden wir uns freuen, wenn ihr uns mal was in die Kommentare schreiben würdet, weil wir haben ja einen Contest noch gerade am Laufen und das ist ein bisschen doof, dann noch einen zweiten Contest zu starten. Das macht keinen Sinn. FAQ haben wir auch schon gemacht. Also wenn ihr irgendeine coole, abgefahrene Idee habt, dann schreibt uns das doch einfach. Aber bitte nicht irgendwie Real Life treffen oder irgendwie zeigen. Das ja, das nicht. Das nicht. Nicht. Ja. Auf jeden Fall kommen wir dann noch zu unserem Hauptthema. Und zwar? Wir waren im Lego Store. Genau. Gerade eben. Also wenn wir das jetzt machen, gerade eben. Ja. Und dann zeig mal. Mach mal. Ja, dann müssen wir so. Erstmal hier. Ja, das sind die neuen Sachen. Also, wir haben uns drei neue Sets geholt. Oh, zwei. Zwei? Zwei. Cool. Wir haben gerade das Schema versucht und dann hat uns jemand drei geredet und da hatten wir nur ein. Zwei. Ja, okay. Durchaus zwei. Okay, dann fangen wir an. Also erstmal so ein Becher mit Gras, Palisadenstein, 2x6er, 4x4er, also die 4x4er, weiß ich, die sieht man jetzt nicht, die sind zum Beispiel, die sieht man vielleicht, hier sind die 2x6er sind hier, also da sind noch mehr drin. Ja, dann auf jeden Fall viele braune Steine, weil wir die müssen die Nuss noch bauen. Wollen. Also wir müssen noch was dafür bestellen. Dann sowas zum Beispiel für Generatoren und natürlich noch Gras, da gibt's Gras. Und ja, in diesem Kontext auch noch einen schönen Gruß an Gangstar, die wollten nämlich auch mit mir in Lego Store. Und ja, dann wollten sie halt auch nach Gras gucken und dann hatten wir halt keine Zeit und das war jetzt noch in dieser Woche. Und ja. Gestern oder vorgestern war gestern, vorgestern, ja, wie auch immer. Und dann wollten die halt auch und dann hatten sie gedacht, komm hier, da ist bestimmt Gras. Ich so, nee. Und dann fahren wir heute hin, erstmal wieder Gras abgesahnt. Ja. Erstmal wieder alles leer geräumt. Ja, so viel wie noch da war, aber ja, es war nicht mehr so viel. Trotzdem, da hätten sie mal ihren Mock voll Gras machen können. Mhm. Das wäre noch genug gewesen. Ja, also wenn ihr schnell seid, kriegt ihr vielleicht noch was. Ja, also los, los! Ja. Dann fangen wir an mit dem Corporate, den hier, also den ihr hier seht. Den habe ich mir dann noch geholt hier. Ja, mehr oder weniger gutes Set. Werden wir auch noch reviewen. Dann, ja, das ist noch älter, das habe ich halt noch nicht aufgebaut und du auch noch nicht. Ich auch noch nicht, ne. Wir haben den echt schon etwas länger, aber wir kommen nicht dazu. Ich arbeite ja auch noch am Todesstern momentan. Irgendwas mit Update 23 war das oder 24, wo ich den schon bekommen habe. Ich habe den noch nicht aufgebaut. Das ist echt psycho. Wir haben am Mock gearbeitet. Ja, die anderen Sets habe ich aufgebaut, aber das habe ich nicht aufgebaut. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Auch alle anderen. Naja, egal. Und dann haben wir natürlich das Beste. Ja, das war der einzige Grund, warum wir uns die Sets überhaupt gekauft haben. Nein, gerade haben wir noch darüber philosophiert, warum wir nur einen bekommen hatten. Wir hätten sogar drei bekommen können. Aber, ist echt so. Ja. Ich habe halt ein bisschen noch. Nee, jetzt ist hier keins mehr drin. Oh, schade. Nee, der hat nur zwei reingepackt. Ja, war auf jeden Fall nett. Ja, okay. Und dann natürlich die zwei Hauptsets. Einmal den ATTE. Den hast du dir geholt? Genau, den habe ich mir geholt, weil er sich das Ganze geholt hat. Und wir wollen das halt so machen, dass wir machen das eigentlich immer relativ clever, dass wir dann halt die größten Teil der Sets bekommen, sodass wir die reviewen können. Und dann können wir uns dann natürlich, wir haben nicht so viel Geld, dass wir uns das alles auf einmal holen können. Aber so machen wir das halt und dann nach der Zeit hole ich mir dann das Gunship noch, beziehungsweise muss ich mal gucken, ob ich mir das machen möchte. Das werden wir dann auch sehen, wenn wir es gleich aufgebaut haben und dann werden auch direkt Reviews kommen, wo wir euch dann natürlich auch alles Gute und Negative über das Set erklären werden und euch das auch empfehlen werden. Wahrscheinlich kommen auch nicht. Reviews auch alleine, je nachdem, wie schnell wir jetzt sind. Ja, muss mal gucken. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall, ich werde jetzt gleich immer schnell den Corporate zusammenbauen, dann können wir das machen, dann du ATTE. Genau, der ATTE sieht jetzt auch gar nicht so viel teilerig aus, also wenn ich das jetzt mal hier so genau die Beine betrachte,
Ich werde natürlich auch modifizieren, weil ein paar Sachen gefallen mir nicht. Zum Beispiel das Cockpit da, das gefällt mir gar nicht. Also hier, das, ich weiß nicht, das, meh. Muss mal gucken. Die Kanone werde ich wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen modifizieren. Aber das muss ich dann halt bei mir zu Hause machen. Achso, 1000 Euro zur Stelle, hattest du erwähnt? Ja, habe ich erwähnt gehabt, genau. Das hatte ich erwähnt gehabt. Ja, Kommentare, ja. Bla, bla, bla. Dann, das war's dann auch schon von diesen Sachen. Sollen wir kurz mal noch den Todesstern zeigen? Würde ich sagen, ne? Okay, dann gehen wir kurz mal ins andere Zimmer. Also, ja. Mehr oder weniger, der steht im anderen Zimmer, also nicht in meinem anderen, sondern im anderen Zimmer, weil ich ein bisschen mehr Platz brauche, um ihn aufzubauen. Genau. Hier ist das Lego-Zimmer, hier liegt die ganze Sets. Ja, Lego-Zimmer nicht so. So, warte mal eben. Jetzt hängt es halt hier auf den... Ja, und natürlich werden wir auch den... Ich sag mal, Ball. Den alten mit dem neuen vergleichen. Also im Review wahrscheinlich. Ja. Also das Cockpit vom Alten, das gefällt mir auf jeden Fall besser. Ja, auf jeden Fall. Also das, da schließe ich mich dir an. Und hier ist halt der Todesstern. Wie gesagt, wir haben uns jetzt mehr auf das Mock noch konzentriert. Das habt ihr jetzt leider nicht gesehen, wie weit es schon ist. Aber es ist schon relativ weit. Ich würde mal sagen, zu 80% ist es fertig. Ungefähr. Hier noch der Innenraum und der Fluss. Mit dann. Genau. Und dann passt das schon. Also das ist der Todesstern. Wir sind jetzt so bei der Hälfte, könnte man sagen. Ein bisschen weniger bei der Hälfte. Bisschen weniger bei der Hälfte. Eine Hälfte. Von dem Todesstern jetzt gesehen. Ja, ja, aber es wird noch viel innen gebaut. Das ist ja klar. Guck, die Bauanleitung. Also, da seht ihr noch, ne? What the fuck? Ja, auf jeden Fall cooles Set, muss man sagen, wirklich. Auf jeden Fall. Wird auch noch, denke ich mal, ein Update gezeigt, wenn es fertig ist. Genau, und bald werden auch diese schönen Sets hier wieder in einem Video zu sehen sein. In meiner Armee. Ja, weil wir bald halt wieder halt Star Wars Sammlungsreview machen. Aber wir müssen dafür ganz viele Sets wieder zusammenbauen. Jo. Also das hoffen wir, vielleicht schaffen wir das dieses langes Wochenende sogar, weil es jetzt Pfingsten läuft bei uns, Ferien und so. Und natürlich auch noch was anderes zu tun. Ja, klar, aber wir wollen uns auf jeden Fall da treffen und dann weiterbauen, vielleicht auch noch die Sets wieder aufbauen, dass wir dann und auf jeden Fall wieder mehr Videos machen, weil das ist halt in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden von uns. Aber dafür gibt es auch ein längeres Update. Dafür kommen jetzt auch drei Reviews in der nächsten Zeit, da habt ihr schon mal drei Videos. Genau, und wir gehen kurz rüber ins andere Zimmer, damit wir uns auch noch verabschieden können. Ja, okay, also tue ich jetzt mal kurz hier noch alles hin. Wir werden uns jetzt ranbauen. Wir werden uns jetzt ranhalten, dass wir das schnell fertig bekommen und dann werden wir da die Reviews auch direkt raushauen. Und bitte schreibt uns noch in die Kommentare erstmal, was habt ihr von den neuen Sets und habt ihr diesen coolen Iron Man auch? oder zwei davon? Außerdem die Abo-Vorschläge, also für das 1000 Abo-Special haben wir euch ja auch erklärt. Ja. Ja. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Review wieder. Und hoffentlich lädt dieses Video jetzt endlich mal hoch. Bis jetzt. Ja. Ciao. Ciao.